Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brownie TV. Ich habe ein ganz spontanes Pickup-Video für euch hier bereitgestellt. Und zwar habe ich heute wieder einen Karton voll mit Blu-rays bekommen. Und es sind alle Steelbooks und ich habe einfach keine Lust hier noch länger drauf zu warten und will das jetzt direkt öffnen und will das mit euch teilen. Wundert euch nicht, im Hintergrund seht ihr meinen Kater Batman. Ich habe ihm was auf YouTube angemacht, damit er hier nicht wieder auf der Tastatur rumläuft und hier das komplette Programm zerstört. Das finde er immer richtig cool, falls er auch einen Katze oder Kater hat. YouTube. Einfach Unterhaltung für Katzen eingeben und schon habt ihr das Richtige. Optimal. So, und ich will auch direkt reinstarten. Ich bin schon komplett heiß drauf. Ich habe ein Video, das ich noch nicht veröffentlicht habe. Es wird tatsächlich später kommen mit insgesamt cooleren Steelbooks. Aber auch hier habe ich echt ein paar Schnäppchen gemacht. Und habe auch ein paar Blu-ray Steelbooks bekommen, die ich echt schon lange haben wollte. Und ein paar Upgrades von Blu-ray auf Steelbook. Also es ist mit allem ein bisschen dabei. So, jetzt machen wir das Ganze mal auf. So. Das sieht super aus. Mikrofon, Vorsicht. So, wo fangen wir an? Fangen wir hier an. Hier ist ein Lied. Bei dem habe ich zuletzt schon mal Steelbooks bestellt. Und bin top zufrieden mit diesem Verkäufer. Und hat immer wieder Steelbooks im Angebot. Deswegen wird auch einiges kommen. Deswegen behaltet die Videos im Auge. Gerade Steelbooks. Ich liebe Steelbooks. Eigentlich sind sie mir lieber als Mediabooks, weil sie einfach irgendwie schöner sind. Auch wenn sie nicht so viel wert sind, geben sie mir einfach mehr. Und es geht los mit einem Film, den ich noch nicht gesehen habe, und zwar In Time. Den habe ich zwar schon auf Blu-ray, aber habe ihn noch nicht sehen können. Der soll super genial sein. Interessiert mich sowieso brutal, weil es hier über... Ist er schon hingefallen. Weil es hier irgendwie um Zeit, die man verkaufen kann oder so irgendwie geht. Echt interessant, finde ich richtig cool. So, dann geht's weiter mit dem nächsten. Und zwar ist das James Bond Spectre. Die habe ich echt günstig bekommen. Bin zwar noch kein großer 007-Fan, aber ich will mir das eine Sammlung aufbauen. Und will mal die dann auch mal in Zukunft ansehen. Da freue ich mich tatsächlich doch schon drauf. Und dann noch was Easyes, was doch viele in der Sammlung drin haben. Und zwar die Blu-ray Steelbook von Inglourious Basterds. Gehört eigentlich wirklich in jedes Regal, wenn man den Film auch gut findet. So, Moment, das kommt später. Ach, okay, das geht gleich. Und zwar ist das Logan Lucky. Habe ich auch noch nicht gesehen. Freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Soll eine gute, solide Unterhaltung sein. So, das kommt später. Wie geht das hier aus? So. Und zwar habe ich bekommen Kill the Boss. Finde ich eigentlich von echt, also echt lustig. Welchen ich noch nicht geguckt habe, ist genau der hier, Kill the Box. Zwar, Kill the Box? Habe ich hier jetzt die ganze Zeit Kill the Box gesagt? Kill the Boss. Finde ich auch die zweite Steelbook eigentlich echt schön. Das sieht man vielleicht hier nicht so richtig. Die glänzt so cool. Fällt mir richtig gut. Und als nächstes, oh, der Film ist geil. Dieses Zeug hier, ne, das schmeiße ich immer weg, weil wer braucht das? Und zwar auch eine schöne Steelbook, King Arthur. Glänzt eigentlich auch ein bisschen mehr. Ich finde die eigentlich echt cool. Gefällt mir. Und ein sehr, sehr schöner, toller Film. Kann ich jedem empfehlen. Habe ich echt überrascht. Ich dachte echt, das kann nichts werden, aber der ist echt witzig.
Und wer Charlie Hunnam in Sons of Anarchy mag und dazu noch mehr Humor, top. Einfach mehr, mehr. Einfach der Hammer. So, und dann wieder so in Papiermist. Auch ein. Ach, das ist der zweite Teil. Hier, Kingsman. Das ist der zweite Teil, The Golden Circle. Der zweite fand ich nicht mehr so krass gut. Aber war auch unterhaltsam, sagen wir mal so. Und hier noch auch ein günstiges Steelbook. The Last Witch Hunter, das ist auch ein Steelbook, das irgendwie jeder hat, nur ich noch nicht hatte. So, weiter geht's. Oh, ah, und Jurassic Park 3, das war glaube ich die einzigste Jurassic Park, die ich bekommen habe von ihm leider. Die anderen wurden mir einfach viel zu teuer. Da kommt ja bei Steelbooks doch schnell ein guter Betrag zusammen. Wollte ich auf jeden Fall haben und werde ich auch den Rest noch sammeln. Was ich noch bekommen habe, ist Jurassic World. Also sind jetzt von der Optik her eher solide Steelboxen. Aber solide Steelboxen sind immer noch besser als jede andere Emery. Also, dann haben wir. Oh, die ist schön, weil die auch leicht geprägt ist. Das wusste ich gar nicht. Und zwar das Jericho Project. Spielt denn da alles mit? Was ist das? Sicher. Doch, Gary Oldman. Gal Gadot spielt mit. Also, muss ich gucken. Gal Gadot spielt mit. Super. Dann als. Na, das weiß ich irgendwie nicht so richtig. Oh, das ist das Original. Hä? Ja, das ist. Oh, das wusste ich gar nicht. Oh, ich glaube, dann habe ich die total günstig bekommen. Oder relativ günstig. Das ist ja wirklich der erste Karate Kid. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Ich habe da einfach blind drauf losgeboten. Also insgesamt sind die Steelbooks, das ist Werbung. Ah, ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Ich spreche einfach ein bisschen lauter. Ich glaube, ich habe die echt günstig bekommen, weil ich da echt nicht viel drauf geboten habe. Weil das der Karate Kid hat vielleicht auch den einen oder anderen noch irritiert. Alter, das ist viel zu laut, ich muss das wegmachen. A few moments later. Okay, ging von alleine. So, und als nächstes, das ist Jurassic World, The Fallen Kingdom. Ja. Jurassic World, Fallen Kingdom, so ein bisschen sieht man es. Sieht jetzt auch echt, also insgesamt wirklich in guten Zustand, die Steelbooks. Kommen bei mir natürlich auch gleich in die Hülle, bevor sie hier hinten ins Regal kommen, freue ich mich sehr. So, und jetzt haben wir hier noch zwei, plus die eine, die ich hier noch habe. Und zwar ist das einmal der erste Teil vom neuen Jumanji. Das ist Batman. Batman. Naja. Die finde ich auch ehrlich gesagt ganz schön, gefällt mir, guter Zustand, top Verkäufer, ich sag's euch, ich verrate nicht, wer es ist, sonst bietet ihr alle daraus, dann bekomme ich nicht mehr so günstig. So, das war's dann. Und dann der zweite Teil, ist das noch The Next Level heißt der, glaube ich, ja genau, The Next Level, cool, gefällt mir sehr, sehr gut. Und was mit Abstand am teuersten war, aber was ich unbedingt gebraucht habe, ist die Steelbox von Jumanji, dem Original. Ich liebe diesen Film und bin echt froh, dass ich den jetzt
bekommen habe. Irgendwie fehlt doch noch was, oder? Ich habe, da fehlt noch was. Ach nein. Okay, fehlt nichts. Ja, bin echt froh, dass ich die bekommen habe. Was ich halt immer schade finde, ist, dass die innen so leer sind. Das sind Mediabooks halt einfach, haben so einen riesen Vorteil. Und hier, ja, hast du extra noch diese Klappen immer dran. Früher war da wenigstens bei den DVDs noch ein bisschen was drin. Ansonsten, naja. Cool, freue ich mich. Sie hat es auch geprägt. Und sehr, 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 sehr geil. So, also, wie gesagt, es kommt demnächst dann nochmal ein paar Videos. Ich habe zwei noch vorbereitet, die schon ein bisschen älter sind. Deswegen wundert euch nicht, ich habe hier nicht so viel unfassbar Geld, dass ich mir hier jeden zweiten Tag neue Blu-rays bzw. Steelbooks leisten kann. Ich habe hier erstmal ein bisschen gesammelt, bis ich wieder neu anfange, Videos zu machen, damit ich ein bisschen was rausschießen kann. Und das war heute jetzt tatsächlich tagesaktuell. Und schreibt mir einfach eure Meinung, wie ihr die Steelbooks fandet. Und liked den das Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, wenn euch das alles hier interessiert. Und ich habe noch ein paar neue Formate diesmal, die ich echt cool finde und hoffe, dass ihr euch die auch anguckt. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.